Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meiner Starlight Hall. Ich bin Daniel von SimFancy und das Ding, das steht in Delsol Valley. Endlich ein schönes Preisverleihungsgrundstück. Ja, wir gucken mal rein. Ihr habt wieder fleißig kommentiert. Hier, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Hier habe ich ein bisschen hier wieder. Sind das hier noch kaputt? Wir müssen heute noch. Letztes Mal haben wir hier die Bühne hier vollends gestaltet. Danke für euer Feedback dazu. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir machen noch so ein bisschen hier was in dem Bereich hier innen noch. Wir haben hier noch das Tonstudio vor uns, den Garderobenbereich hier im Eingang und natürlich noch unten die Klos, die goldenen Klos, kommen auch noch mit rein. Das habe ich vor, viel vor und deswegen legen wir gleich mal los und zwar erstmal mit euren Kommentaren. Fand ich sehr, sehr cool die Idee und zwar könnte man doch hier für unsere Leuchtwand, ja, unsere Logo-Wand, unsere Sponsorenwand, könnte man doch hier und zwar mit Beleuchtung hier, mit Stehlampen, da gibt es hier diese aus Großstadtleben und wenn man die vergrößert mit dem Vergrößerungs-Cheat und dann noch vielleicht Move Objects anmacht, bb.moveObjects. Ja, weil wir haben ja so eine Lücke, ne, zwischen diesen Ropes hier, zwischen den Zeilen und der Wand. Und die kann man aber dann vergrößern und dann hat man da so eine schöne, oh, das passt sogar von der Höhe, so eine schöne Leuchtwand da noch dazu. Das Ding, das steht so ein bisschen stabiler, finde ich auch. Und man hat da noch so ein bisschen dann auch, ne, das hier gefixt hier quasi. Sehr coole Idee, danke dafür, wirklich, es ist so cool. Beste Ideen, da kommt man alleine nicht drauf. Natürlich machen wir das Ding dann oben noch weiß, damit das hier nicht so komisch braun ist. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Das sieht so hammer aus, ne? Mit den Scheinwerfern. Das ist so geil. Bäm. Bäm. Okay, wir machen jetzt hier oben das hier nochmal. Wir müssen uns das nochmal angucken, wie wir das hier machen. Da kann ich auch nochmal ein bisschen die Tipps mit einbringen. Und zwar hat man ja diese Umrandungen, wenn man die so platziert, ne? Dann macht das immer überall das Ding hier oder irgendwie komisch, ne? Und dann kann man aber mit Shift, man kann Shift gedrückt halten, also die Taste, mit der ihr auch groß schreibt. Und dann klickt man da einfach und dann macht das nur dort, wo man hier, ne? Nur die eine Wand. In der man da das platziert, macht das Spiel dann nur diese Umrandung hier hin. Jetzt haben wir hier auch noch das Gleiche. Machen wir das hier so bis zum Eck hin, oder? Machen wir das so? Und dann haben wir, oder machen wir das wirklich doch komplett rum? Also so wieder, also ich finde aber der Vorhang, der wirkt schon so, das ist ein Vorhang vergrößert, voll krass, oder? Der wirkt schon da ganz gut, deswegen machen wir das mal bis zum Rand. Schade, dass jetzt hier diese Säule da so wieder, Mann, fehlt, echt mal. Oder wir machen das hier weg an der Stelle und ja, aber es sieht auch nicht so gut aus, ne? Das ist auch so, ich glaube, ich mach's mal so dann, ja. Ein Tod muss man sterben. That's the game, that's the challenge. Oder wir machen das Ding hier komplett weg. Na, dass man das, aber das ist auch nicht so schön. Vielleicht können wir auch hier einfach eine andere Leiste hin machen. Wir müssen ja nicht immer die eine da nehmen. Wir können auch mal die vielleicht nehmen oder so. Das ist dann, glaube ich, noch besser, ja. Ja, yeah, so machen wir das. Da kommst du noch weg hier und da kommt dann auch noch das hier hin. Ja, yeah, so. Auch wieder mit Shift gedrückt halten, damit es sich auch wirklich nur hier platziert. Sehr schön. Doch, das ist schon mal eine gute Geschichte hier. Ich möchte die Vorhänge auch wirklich komplett auf allen Seiten haben. Ich finde, das ist so ein schönes, ja, so ein schönes Element hier. Und dann kann man das gerne auch häufiger verwenden. Ich gucke hier nochmal gerade drumherum, ob das alles hier schön aussieht. Alles gut, oder? Alles gut. Ja, und der Eingangsbereich ist dann so ein bisschen mit Säulen und noch so ein bisschen mehr, ne? Okidoki. Liebe Leute, wir schreiten voran hier. Wir gehen rein in die gute Stube. Hey, was hast denn du da gemacht hier schon wieder? Hallo, sind noch nicht fertig hier, aber ja. Hey, ja, geh einen Kaffee trinken, komm. Schmeiß dir mir hier Müll dahin. Das kann man wieder nicht verkaufen, oder? Kann nicht gelöscht werden. Ja, danke auch für nichts hier. Wirklich, mal. Schmeißt hier gleich mal den Müll hier rum. Okay, wir gucken hier mal rein. Und zwar gucken wir jetzt hier noch weiter, dass wir hier nochmal die Bar und so ein bisschen die Lounge, diesen Bereich noch so ein bisschen schöner gestalten. Da sind wir letztes Mal so ein Stück weit auch stehen geblieben noch. Wir müssen hier noch bei der Bar ein bisschen vielleicht noch was machen. Der ist schon da, sehr gut. Barkeeper funktioniert, kommt hier rein, kann da durchlatschen. Wir haben diese Leuchtregale gemacht. Ich glaube, arg viel mehr würde ich da jetzt doch nicht machen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Kann man es so lassen? Wieso macht er hier? Ist das das Fundament? Ist das wieder wegen der anderen Seite? Aber das macht ja nichts. Ne? Können wir da trotzdem platzieren? Dann haben wir das da nämlich dunkler. Das ist dann besser. Ja, das ist so ein weißer Blitzer. Hier wollen wir nicht haben. Die Bühne ist auch schön aus Holz. Wir haben auch tolles Licht. Das ist ja, ne, wenn das oben durch die Kuppel strahlt. Und ich finde, das ist so ein bisschen glamourmäßig, so ein bisschen schnörkelig. Auch finde ich das ganz toll. Ist ja eh alles abends. Dann haben wir dann schönes Sternlicht. Dann ist es nicht so ganz so krass. Hier an die Wand, da müssen wir jetzt irgendwie was hinmachen.
Und es wäre richtig, richtig cool, wenn man da so eine Wall of Fame hätte mit Autogrammen. Das geht aber leider nicht über den Baumodus, weil man die Autogramme sich ja so holen muss. Ich würde jetzt mal einfach mal gucken, dass wir über die Galerie da reingehen und uns das Ganze einfach mal suchen. Wir können mal, wir gucken mal, Objektname, Autogramm. Hat jemand Autogramm auch hochgeladen? Nee, hat niemand. Wir können auch mal irgendwie ein bisschen rumklicken, müssen mal so ein bisschen. Weil es gibt oft welche, die Autograph. Schreiben wir das so? Auch nicht? Wahrscheinlich schreibe ich es falsch, ne? Findet ihr überhaupt was? Baum. Man weiß es nie bei der Galerie. Auto, Autobot, Autogramm. Was kann man da noch irgendwie. Ach, schade, ne? Schade, dass das jetzt wieder nicht gibt hier. Sonst gibt es irgendwie alles in der Galerie. Das ist so. Autograph. Ja, schade. Nee, dann gibt es das gar nicht. Wie ist denn die offizielle Übersetzung von Autogramm? Ein signiertes hier. Signed. Naja, gut. Ach, das ist doof jetzt. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, dann, was machen wir dann? Wir machen dann mal so, da gibt's in Deko an der Wand. Vielleicht kann man das auch dann im Gameplay da irgendwie aufhängen oder so. Das wäre noch eine Alternative. Oder ich mache das mal separat und klau von Nico und Lena die Autogramme von der Wand, speichere die mir ab und platziere die hier. Man könnte hier nochmal irgendwie was Starlight-mäßiges machen oder man nimmt diese Filmplakate, das wäre auch noch was, ne? So ausgezeichnete Filme oder irgendwie, dass man sowas mit reinbringt. Wir haben auch noch, glaube ich, im Debug bb.showhiddenobjects. Also Pokale möchte ich da nicht hinmachen, weil die werden ja verliehen, die nehmen die ja dann mit, deswegen wäre das ein bisschen komisch. Aber man kann da noch, über den Debug kann man da noch, glaube ich, diese einen Sachen, da gibt es auch so Wanddeko-Sachen noch. Oh, das Ding müssen wir auch noch unbedingt nehmen hier. Das müssen wir unbedingt noch dazu packen. Das ist so ein cooles Objekt. Schade, dass das nicht auf die Bühne geht, weil wir haben da so ein bisschen das Problem, dass das ja nicht, ne, so rund, so was Rundes gibt es da nicht. Aber wir können vielleicht das hier nehmen. Das wäre nochmal eine Idee. Das ist so wie so ein, nochmal so ein Schnörkel-Faktor hier irgendwie. Doch, das ist doch cool, oder? Ist das cool oder ist das cool? Das machen wir, oder? Nehmen wir da aber auch, dann nehmen wir da weiß, oder? Lassen wir das normale Gold, ne? Jetzt haben wir alles so schön. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fällt es mir ohne besser. Das ist irgendwie simpler und irgendwie cooler. Keine Ahnung, vielleicht können wir das auch am Eingang oder so noch machen. Wir haben es da draußen schon unter unserem Oscar da irgendwie gemacht, aber ja. Das kann man noch weglassen. Wir haben jetzt hier aber noch diese Abschlusszertifikate hier. Das ist noch vielleicht was, das man an die Wand hinhängen kann. Das ist so ein bisschen so auch so auszeichnungsmäßig. Oder man nimmt diese Schecks hier. Das wäre auch noch was hier. Das ist auch noch was Tolles. Gerahmter Scheck. Ja, es ist alles nicht das Beste, ne? Also so eine Wall of Fame, die wäre schon richtig geil gewesen jetzt. Das ist leider wahr. Wir haben auch noch hier die Fliesen. Auch dazu nochmal, da gab es auch nämlich Kommentare. Und zwar, die haben wir ja hier draußen. Und deswegen würde ich die gar nicht mal hier platzieren. Ich weiß nicht mal, ob die so auch so gut funktionieren. Ich würde die wirklich hier draußen lassen. Die haben wir ja direkt hier im Anschluss an das Grundstück. Und da kommt man da auch hin. Also das ist, finde ich, ist da dort in Ordnung. Brauchen wir hier nicht. Wir können nochmal durchgucken. Also wir brauchen hier auf jeden Fall die Garderobenobjekte noch. Das wäre so noch meine Idee gewesen, dass man da so die Jacken, klar, das ist so ein bisschen eingepackt, aber na, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Schon mal das Beste, was man kriegen kann. Die können wir auch noch ein bisschen umfärben, dass man da noch ein paar andere Farben irgendwie drin hat. Und dann können die da ihre Outfits da abgeben oder keine Ahnung. Was haben wir noch da drin? Es gibt hier noch diese Autogrammkarte, ne? Diese da, das könnte man noch machen, aber die ist auch ein bisschen wieder, ne? Das sind ja die Anonymen hier quasi. Das ist leider nicht so geil, nee. Also dann würde ich echt da drauf gehen, dass wir hier uns so eine, oh, die haben wir noch, ne? Auch ein bisschen was Ausgezeichnetes oder so ein bisschen was Kunstmäßiges, das könnte auch passen.
Haben wir noch so Movie-Poster, ist auch nicht schlecht. Also ich würde dann eher dann in diese Richtung gehen, ja. Dass man da vielleicht sowas noch reinmacht, die sind schön Glamour-mäßig, so ein bisschen größer, ne? Und dann kann man da irgendwie die letzten Filme nochmal aufhängen oder so. Weil das Hauptfeature ist ja eigentlich auch schon so die... Nehmen wir lieber den Dschungel hier, oder? Das Hauptfeature ist ja die Schauspielerkarriere und das finde ich dann ganz geil, wenn man das irgendwie so macht. Ich würde das noch irgendwie so ein bisschen probieren, da rein zu verstecken, wobei das steht dann wieder vor dem Fernseher dann, ne? So ein bisschen doof. Ja, aber mal so ein bisschen Technik muss da noch rumstehen, finde ich. So soll so ein bisschen aussehen wie so ein... Ja, dass es auch live übertragen wird. Wir haben ja auch einen Technikraum. Dann fände ich das geil, eigentlich ganz geil. Und man könnte das jetzt hier noch so ein bisschen so machen, dass man hier drunter irgendwie die... Ne, nochmal so diese, diese Beschreibungen hinmacht. So ein bisschen wie ein Museum, hat den ersten Platz gewonnen im letzten Jahr und irgendwie sowas. Das wäre auch ganz cool. Oder? Ist das gut? Ich glaube schon, ne? Können wir schon machen. Kann man schon machen. Und hier haben wir jetzt das Buffet. Das ist jetzt die Schwierigkeit hier drin wieder. Da nochmal irgendwie ein bisschen was zu gucken. Weil das ist halt, ja, das ist halt... Oh, da fällt mir gerade was auf. Wir haben ja hier noch das Objekt. Das wollte ich doch auch noch mit reinbauen. Mensch, hast du wieder vergessen. Aber das war ein bisschen zu viel dann, ne? Haben wir das nicht schon mal ausprobiert? Ich baue zu viel parallel, habt ihr schon recht. Aber ich finde es immer ganz toll, nochmal da als Info. Wenn man das parallel baut, dann habe ich quasi mehrere verschiedene Let's Builds in jeder Woche. Ne? Also für jeden ist was dabei. Und es ist halt auch so, dass ich dann Zeit habe, auf eure Kommentare einzugehen. Das ist ziemlich cool. Also das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das könnte man wirklich noch damit einbauen. Aber es ist mir ein bisschen jetzt zu viel, oder? Ich finde das irgendwie schlichter, ist es irgendwie cooler. Ja. Da hat man auch noch diese Filmplakate, die können wir da lassen. Das sieht so ein bisschen dann auch aus. Nach einer Verleihung, ja. Doch, das passt schon. Passt schon zur Wahl. Dann machen wir doch hier noch bestes Outfit im letzten Jahr. Oder irgendwie sowas noch hin. Dass man das nochmal hier auch mit drin hat. Ich finde das nämlich echt toll, muss ich wirklich sagen, weil das sind so richtig schöne Schaukästen-Objekte oder so. Und ja gut, so ein bisschen Musiker-mäßig. Ah, man musste echt mal so eine Rockerbude bauen, oder? So eine. Ah, das ist schon krass. Das ist schon geil. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir den Cowboy oder bestes Outfit? Und dann noch die Männlein und Weiblein, ne? Kategorie. Die Kleopatra und der Cowboy. Das können wir doch nicht klonen. Dann machen wir hier das. Machen wir das hier so hin. Ist ein bisschen tief jetzt, ne? Ein bisschen tief hier. Ein bisschen tief. Wir können das auch so daneben machen oder so. Das geht auch. Geht auch. Machen wir das daneben. Ja, ist besser. Das hier daneben. Kann man das lesen, was das ist. So wie Museum irgendwie. Das finde ich ganz gut so, ja. Let's do this. Okidoki. Wir brauchen auch hier noch so ein paar Wandlampen. Da haben wir doch aber auch die einen Wandlampen. Die einen. Wo sind die denn? Oh ja, wir brauchen auch noch den Stuhl. Das haben wir ja gesagt, dass man so einen Bereich hinter der Bühne haben soll. So ein bisschen zumindest, ne, dass man das andeutet, dass man zumindest auch noch hier so ein bisschen dann schminky machen kann. Hinter der Bühne finde ich ganz toll. Das können wir vielleicht auch so hinpacken. Ich glaube, das funktioniert, weil die müssen auch dahinter, ne? Ein bisschen Luft lassen, dass die auf jeden Fall da rankommen. Das ist schon besser und so. Machen wir das mal so. Ja. Und dann holen wir uns da noch. Den Spiegel habe ich draußen. Im Erdgeschoss hier. Den können wir da auch noch dann dazustellen, dass man da noch so ein bisschen was, ein bisschen Feeling hier hat. Ja, das ist nur so ein bisschen noch hinter der Bühne, kurz Make-up drauf und dann geht's raus auf die Bühne. Ist halt auch ein schönes Objekt, weil wenn man zur Verleihung geht und dann merkt, oh, ich habe mich jetzt nicht richtig umgestylt, dann kann man da nochmal das anklicken und dann sich umziehen. Vielleicht packen wir da auch noch am besten, das wird gar nicht mal so schlecht, auch noch so eine Kommode oder so hin. Weil dann hat man da gleich nochmal was hier dabei. Ein bisschen in Schwarz, hier gibt es nicht in ganz Schwarz auch. Schwarz und Gold, ja, komm, dann machen wir das doch so. So ein bisschen noch so eine kleine Garderobe, dass das so ein bisschen halt was ist, so hinter der Bühne. Ganz locker flockig, sag ich jetzt mal dazu. Alles so ein bisschen locker auch hier ist, ne, dass man da nicht, da müsste man schon in die Richtung da noch so ein bisschen, so.
man da nochmal ein bisschen ran kann hier, ja? Dann nehmen wir den nämlich auch in dem Knallegold. Das ist doch gut, das ist doch gut. Dann haben wir da so ein bisschen noch ein paar Outfits und noch ein bisschen Styling und dann können die da raushuschen auf die Bühne. Okay. Ja gut, also dann machen wir das mal so. Ja, yeah, yeah, also Buffet jetzt hier wieder zurück. Wie machen wir das am besten? Also es gibt ja hier keine Möglichkeit, da irgendwie so ein Buffet uns zu holen. Man hat, glaube ich, sogar im Debug, hat man doch, glaube ich, sogar auch dieses Objekt aus dem Filmstudio. Da gibt es nämlich auch so einen Buffettisch. Aber ich glaube, das ist hier im Debug gar nicht drin. Da muss man mal gucken. Das ist, glaube ich, im Debug wirklich nicht drin auch. Da gibt es nämlich so einen Tisch und da ist immer irgendwie Essen drauf. Das wäre natürlich perfekt. Perfekt, perfekt. Sonst müssen sie sich halt Chips holen an der Bar. Ja, und das Buffet ist dann nicht hier angerichtet, sondern nur dekomäßig. Ja, ich habe auch mal irgendwo was gelesen. Da müsste eigentlich doch drin sein, ne? Dass man diesen Tisch da eigentlich gar nicht platzieren soll, weil ja, da wirklich ständig Essen gespawnt wird und das eigentlich nicht gedacht ist. So Lampen wollte ich eigentlich ja noch, ja. Wir nehmen jetzt hier unsere Lampen noch dazu, dass man da mal ein bisschen was hat. So wollte ich das doch haben, ja. Und dann holen wir uns noch Beleuchtung, Wandlampen. Hier nochmal so eine Bilder, genau die da. Aber die können wir auch direkt in Gold nehmen wegen mir. Dass man das nochmal hier anstrahlt, unser Gemälde. Ja, ja. Wir haben jetzt so eine hohe Deckenhöhe, da muss man irgendwie mit solchen Lampen da noch arbeiten. Ja, jetzt wird es langsam so, ne? So ein bisschen. Ja. Vorsichtsstufe. Ja, nee, also das ist schon geil irgendwie. Also muss schon sagen. Also es gefällt mir schon richtig gut. Wir brauchen noch ein paar Deko-Pflanzen. Dass man die nochmal da reinstellt. Vielleicht können wir auch auf dieses Buffet dann quasi wie so ein bisschen diese Deko schon mal drauf machen. Und dann könnte man sagen, nee, die haben vergessen, das hier Buffet hier herzurichten, Mann, ey. Und dann nimmt man noch irgendwie so große Vasen. Ja, sowas irgendwie ist ganz toll. Oder schon so ein bisschen was hier, das ist ein bisschen zu viel. Ja, sowas, das geht auch noch. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also müssten eher so sowas vielleicht auch. Das ist so ein bisschen, ja, da kommt jetzt nämlich die Knalle-Dinger da, ne, mit Gold sogar. Ja, das ist so ein bisschen Fame-Kitsch, so will ich das jetzt mal nennen. Das ist so ein bisschen, ja, eine abgefahrene Pflanze oder irgendwie so. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen so, ein bisschen übertrieben irgendwie. So ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, dass da irgendwie noch ein bisschen was Grünes drin ist hier auf jeden Fall. Dann packen wir das hier so in das Eck rein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da spritzt am wenigsten. Das Ding hat ein bisschen Licht auch. Und man hat da so ein Stück weit auch eine Deko. Dann müsste das hier noch dazu. Man kann den Buffettisch ja auch durchaus so ein bisschen weiter rausschieben. Oder man schiebt den ganz an die Wand. Das geht natürlich auch. Ja, das ist, glaube ich, sogar noch besser. Machen wir das mal so. Ja. Let's do this. Let's do this. Wäre natürlich auch schön, wenn dann an der Tafel das Ding hier in der Mitte wäre, ne? Oder wir machen da zwei Tafeln. Ja, 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 ja. Machen wir das mal so, machen wir das mal so. Ich stelle jetzt keine Teller drauf, weil sonst kriegen die wieder, oh, voll ekelhaft hier, Stimmung. Und jetzt müssen wir hier nochmal gucken, wie wir das hier machen. Das ist jetzt hier die Frage, was machen wir denn hier noch in die Mitte rein? Ich meine, es ist immer gut, wenn man so ein bisschen Platz hat. Gerade auch, was so die Fans angeht. Aber ich würde hier, glaube ich, dann auch nochmal so eine Sitzgruppe hinmachen. Wann haben wir das? So in den Ecken, unser Lounge-Bereich. So ein bisschen. Und dann in der Mitte unseren... Ja, auch so wirklich so frei, dass man da wirklich nur so kurz hinsitzt und dann ist es gut. Und dann kann man da auch noch gut drum rumlaufen und es ist nicht irgendwie so ein bisschen, ja. Ja, oder? So ist das dann auch eine runde Sache. Rechts und links hier so ein bisschen was. Und da dann und hier können wir die auch noch ein bisschen weiter rausziehen, dass die mehr so in der Mitte auch sind. Finde ich gar nicht so schlecht. Machen wir das mal so. Und vielleicht holen wir uns da dann noch einen Tisch dazu. Ja, schon düster. Aber es soll so sein, weil die Bühne soll ja leuchten hier. Wow. So ein Tischchen. Irgendwie so ein
Irgendwie so was Feines, Kleines. Sowas, das ist gut. Das Vintage Glamour, oh ja, der ist toll. Den machen wir auch, oh, der leuchtet ja oben schon hier. Dass die das so ein bisschen eine Ablage haben, oder? Oder machen wir das so an den Rand vielleicht sogar hin? Das wäre, glaube ich, noch besser, ja. Let's do this. Das ist so ein bisschen lockerer auch noch, oder? So ein bisschen noch was dabei hier, so ein bisschen so. Ja, da muss noch ein bisschen was Krams hin dazu. Vielleicht können wir auch so eine Pflanze einfach mal so ein bisschen in die Mitte reinstellen. Das sieht dann auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Dann hat man da nochmal sowas ein bisschen. Kurz mal weggucken. Ja, das wirkt ganz gut. Da sind da so ein paar Farbplexe noch drin in grün. Dann ist das, ja, ein bisschen... Ja, halt ein bisschen aufgelockert alles. So ein bisschen noch was Freieres noch. Das ist ganz schön. Wir haben ja genug Platz hier. Das ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Ja, mehr Tische bringt es da auch nicht. Braucht man nicht. Und deswegen würde ich die auch weglassen. Wir haben jetzt hier den Eingangsbereich. Den können wir auch so machen mit dem Marmor. Aber den würde ich da jetzt mal echt in Weiß dann auch machen, dass man da ein bisschen mehr Helligkeit reinkriegt. Und dann ist auch ein schöner Kontrast. Auch hier im Bad machen wir das so. Ich packe jetzt hier mal Lampen rein, sonst kann ich das gar nicht mehr hier sehen. Dann machen wir jetzt einen schönen Eingangsbereich rein mit schönen Lampen und Licht und alles. Und dann holen wir uns da aber auch diese Tapete, würde ich sagen, damit das gleich rüberkommt. Aber wie toll das auch aussieht, ne? Dieser Kontrast drin ist die gleiche Tapete, aber das leuchtet richtig gold. Und hier gucken wir mal, dass man da dann eine hellere Variante nimmt vielleicht. Irgendwie, ja gut, weiß ist da auch nicht wirklich was dabei, ne? Nur das Rosa ist mit weiß oben und unten. Ja, aber dann nehmen wir hier diese weiße, genau, machen wir das mal so. Ja, oder? Machen wir das so? Schöne alte Theke ist hier noch drin. Den Spiegel, da würde ich dann doch, glaube ich, wegmachen. Man könnte hier dann noch das Ding so ein Stück weiter vorziehen. Da muss auch keiner dahinter. Ja, das ist eher so Deko. Deswegen, ich lasse das auch. Da braucht man nicht dahinter. Man kann da noch so eine Kasse nehmen aus an die Arbeit. Das passt hier ganz gut. Da können wir durchaus auch eine moderne Kasse nehmen. Dass man das irgendwie so nochmal irgendwie ein bisschen suggeriert. Hey, hier ist so eine Garderobe. Und ja, ich meine, das reicht auch. Ne? Das ist so ein bisschen zum Eingangsbereich, da läuft man ja eigentlich nur durch. Aber das halt insgesamt ganz schön aussieht, würde ich das noch so machen. Und hier machen wir natürlich den Treppenabgang. Dann nehmen wir uns diese da, genau, dieses Zeugchen. Aber die eher noch neutralen, sage ich jetzt mal dazu. Ja, das ist ganz gut. Wieso guckst du jetzt in die andere Richtung, Mensch? Echt mal. Gucken die immer in die andere Richtung? Ja, sieht wohl so aus. Na gut, okay. Kann man nichts machen hier, echt mal. Wir können jetzt hier auch nochmal so ein bisschen diese Sachen da reinhängen. Das ist ja oft auch so ein Flurbild oder sowas, ne? Lass mal hier die Manschetten von der Ding hier. Wie heißt sie? Wonder Woman. Und sowas da noch so ein bisschen in diesen Bereich hier reinmacht. So ein Schaukastending. Ja, die Schuhe des ersten Preisträgers oder was weiß ich, ne? So ein bisschen halt noch was für die Stimmung. Für die Stimmung. Ich finde die Gitarre eigentlich ganz geil, aber ich würde auch mal ein bisschen was anderes so nehmen. Das ist echt irgendwie... Ja, komm, wir nehmen jetzt noch eine Gitarre. Ich glaube, es bleibt eh nichts anderes mehr übrig. Ich finde das immer ganz cool, wenn da noch was hängt, hat man da noch mal das hier untergebracht. Nehmen wir da natürlich die andere Gitarre dann. Ja. Music Hall, ist auch so ein bisschen, ne, vom Style her. Okay, it's alright. Hier würde ich dann auch nochmal so eine Sitzgelegenheit reinmachen, das passt jetzt so gut in diese Ecke, da kann man so der Wartebereich irgendwie, ne, dass man da auf die anderen wartet, wenn die noch auf dem Klo sind oder hier noch wartet, bis man reinkommt oder irgendwie. Ja, und da braucht man auch noch diese Pflanze, dann nehmen wir die gleiche wieder, das ist ganz schön. Das ist so ein bisschen auch abgerundet. Hier ja da nicht in den Weg reinstellen, nee. Wir machen hier, glaube ich, aber auch noch dann so einen roten Teppich rein, oder? Sollen wir das mal machen? Das ist ganz cool. Dann können die da entlang laufen. Hat noch ein bisschen Farbplex hier drin. Und ja, da drin aber nicht, ne? Das sieht auch, glaube ich, blöd aus, wenn man da nochmal, oder? Das ist jetzt auch der Ding. Und die müssen schon so in der Nähe des Mikrofons stehen. Deswegen würde ich den roten Teppich innen dann nicht mehr verwenden. Vielleicht nehmen wir den da noch oben, dass wir da noch so ein bisschen Farbplex auch noch drin haben. Ja, und dass man die Stufe erkennt, ja. Oder? Das ist gut, ne? Machen wir das mal so. Finde ich ganz schön. Ja. Ja, man braucht ja diesen Absprung da, oder diesen Absprung, diesen Vorsprung, oder wie sagt man so, ne? Damit das hier funktioniert, und deswegen.
man dann durch die goldene Tür und da kommt man runter in die Klos. Und da gehen wir auch wieder in die Richtung, würde ich sagen. Dann haben wir da nämlich das einheitlich. Das Ding muss gar nicht mal so groß. Wir machen das auch, glaube ich, so, dass wir uns ein Klo quasi machen und dann das andere kopieren. Ne? Da kann man mal so in die Richtung gehen. So, und dann hat man hier den Waschbeckenbereich mit am besten dann aber doch drei Kästchen. Ja, und dann hinten die Toiletten, die einzelnen. Drei Stück reicht ewig locker flockig hier, ne? Da kopiere ich mal das Ganze hier und dann machen wir das. Da haben wir jetzt da den Bereich. Machen wir das mal. Komm, wir halten die Wege kurz, oder? Ja, wir halten die Wege kurz. Machen wir das mal so hin. Und die drei dann dahinter, ne? Entsprechend so und so und so. Und hat man nämlich zwei gleichmäßige Klos. Wenn es Daniel den richtig macht. So. Ja. Na, hier dann die Waschbecken drin quasi. Und ich mache das jetzt aber nur einmal, nicht zweimal. Hier die Klos drin und so. Und dann Männlein, Weiblein. Reicht aus. Reicht aus. An was mehr braucht man nicht hier, ne? So. Obligatorische Klo hier. Braucht man schon, ne? Muss auf jeden Fall mit rein. Das kann nicht sein, dass das nicht drin ist. Es wird auch ein schönes Luxusklo und wir haben auch wieder die tollen Objekte dann aus Werde berühmt und deswegen richte ich jetzt auch mal eins ein und dann ändern wir die Tür noch von Männlein auf Weiblein und dann ist das auch eine schöne Geschichte. Hier nehme ich auch die normalen da. Machen wir das mal so, mal so, mal so. Dann holen wir uns hier die Waschbecken dazu. Die würde ich dann eher an die Wand auch anbringen und dann nehmen wir aber auch die normal goldenen, nicht die knalle goldenen. Ja, kann man mal ein bisschen so machen, so ein bisschen großzügiger, oder? Ja, wir haben ja auch noch diese Handtuchhalter-Dinger, das ist ganz schön. Wenn wir da auch natürlich den marmorierten Weg. So. Da müssen wir eigentlich auch nur eine Kabine machen, ne? Da müssen wir ein bisschen jetzt aufpassen hier. Das heißt, wenn man die Lampen, wenn man den Raum kopiert, dann kopiert es die Lampe auch mit und dann hat man plötzlich da die. Ja, ja, das ist nichts. Und dann machen wir das so und dann haben wir da noch Deko. Deko, 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 Deko. Wandspieglein. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ja, das ist schon perfekt hier, genau. Das ist der schönste Sim im ganzen Land. Wir machen das mal mit zwei Waschbecken dann. Dann können wir in der Mitte noch schön so eine Deko-Ablage machen und es sieht ein bisschen großzügiger, luxuriöser aus auch, ha? Ja, ja. Aber drei Klos dann, oder? Drei Klos. So. Ist ja auch für die Stars jetzt uns zur Preisverleihung. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt so einen Wickeltisch oder so, der ja eh eigentlich auch nur Deko ist. Den würde ich jetzt heute mal rauslassen. Sonst mache ich den immer ganz gern. Aber heute lassen wir das mal. Es gibt sogar ein Klopapier, was Gold ist hier, ne? Da muss man auch wissen. Ja, da ist das doch. Ja, da gibt es das und das. Ja, es passen beide. Nehmen wir mal das hier so, packen wir den so ein bisschen rüber, den Pott. Das Ding kostet ja wirklich nur 5000 Simoleons hier. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und dann können wir hier vielleicht noch, da gibt es doch auch Oberflächen. Da gibt es auch so ein komisches Eckregal-Dings da aus Werde berühmt auch. Wo ist denn das? Müssen wir doch mal Werde berühmt reinpacken. Das dann bei Deko drin. Da gibt es auch dieses eine Ecktischchen da. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Ecktisch. Oh ja, die brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall auch noch. Wo ist denn das? Gibt es auch so ein. Das ist auch nicht in Deko. Wo ist denn das dann drin? Hallo? Oh ja, die wollte ich ja noch hier verwenden. Genau, die müssen wir auch noch nehmen. So, ihr richtig hier so, oder? Ja. Das ist unser Bartschnörkel. Bartschnörkel-Objekt. Ja gut, da wäre es schon besser, wenn das Klo dann doch mittig wäre, irgendwie, finde ich, ja. Ist ein bisschen schwieriger dann für unsere Sims da ranzukommen. Aber das ist ja egal, die nutzen das Klopapier ja eh nie. Die Banausen, ja. Man könnte auch hier nochmal so ein bisschen was gucken, ob man da noch so ein bisschen was schöner macht. Ne? Dass man da nochmal irgendwie sowas oder so.
Das ist schon cool. Vielleicht könnte man das auch hier oben, das ist glaube ich auch ganz gut, nochmal so als Abschluss, mehr oder weniger. Da muss man natürlich wieder hier manuell machen, das ist schade. Das ist schade, weil das ist voll die Fummelarbeit hier wieder. Aber es ist, ich glaube, es ist ganz geil. Ja, weil das ist wirklich eine coole Geschichte dann. Da kann man, das sieht man das auch gar nicht richtig. Weil dieser beschissene grüne Rahmen da genau drum rum ist, da wo man eigentlich den Übergang haben will. Ja, muss das fein sein, weil ich hier mit Alt gedrückt halten, dann platzieren. So, ich mache jetzt mal das und das. Und dann können wir es immer noch ausrichten. Ja, das passt schon. Sehr gut. Ja, das macht so ein bisschen mehr her dann auch. Das ist ja nicht nur so ein Teppich platziert und gut ist, sondern das ist so ein richtig schönes Dings dann hier auch. Ja. So. Ja. Wird schon. Immer im zweiten Anlauf. Sehr schön. Ja, aber so eine Event-Hall, die braucht man unbedingt. Oh, sieht das cool aus. Braucht man echt unbedingt, weil das geht gar nicht ohne irgendwie. Da muss man das schon machen. Machen wir das da drin auch. Nehmen wir das aber andersrum, dass das breite außen ist. Das ist eine schöne Geschichte einfach, finde ich. Wir können da auch jetzt mal gucken, weil wir haben ja die Eckdinger da auch. Die Frage, ob wir die da nur... Wir nehmen die wahrscheinlich nur... Sollen wir die bis ganz an den Rand machen? Oder sieht das besser aus, wenn die vielleicht hier in der Mitte sogar sind? Dann könnte man das hier wirklich so auch machen. Ah, das ist wieder falsch. Oder müssen wir das doch umdrehen? Na. Ne. Ja. Wenn man das vielleicht so macht. Ja, da müsste man aber fast sogar noch eins runtergehen. Ja gut, das ist jetzt hier auf dem Kästchen halt. So. Weil da geht es hundertprozentig jetzt hier auf auch. Ich glaube, das geht gar nicht richtig auf, wenn ich das jetzt manuell mache. Und dann hier... Und man könnte dann auch hier wieder so das Ding ums Eck rum so rum machen, ne? Ah ne, das geht wieder nicht, oder? Haben wir andersrum gedrehte Ecke? Haben wir auch. Ah, wir haben alles hier... Wir haben alles. Dann ist das so ein bisschen verbunden mit dem Rand hier. Gut, okay, das ist auch nicht wirklich. Da müsste man dann schon so machen, dass das hier auch gut ist, eh umgedreht. Ja, ich lasse es jetzt das so. Ich finde es gut. Machen wir das so. Ja. Sehr gut. Alright. Ja, so Kleinigkeiten, die machen es dann doch auch wieder besonders, ne? Das sind zwar hier eher so Duschtücher, ich weiß, aber die Drollers hier, die haben hier... Luxus, ne, die können auch sich hier duschen, wenn die wollen. Hier kriegen Duschhandtücher. Das ist ja das Geile hier dran. Oder? Okay. Wir können dann im Klo auch noch... Ja, da würde ich schon ganz gern wieder ein paar Pflanzen auch reinnehmen. Ein paar Badpflanzen, sag ich mal, dazu. Wenn das noch ein bisschen so hat. Ja, machen wir die Klotüren immer rechts hin. Das ist okay. Dann... Ja, so wie. Doch, das reicht, oder? Da brauchen wir nicht nochmal Pflanzen rein. Ja, dann gucken wir jetzt noch ein bisschen nach der Deko. Da gehen wir dann auch wieder an die Wanddeko. Da gibt es ja dann auch noch so ein bisschen was. Handtür haben wir ja eigentlich schon. Seifenspender, da, wo ist der? Wo ist der Seifenspender? Da ist er doch. Den kann man noch nehmen, den nehmen wir auch ganz weiß dann. Das ist so ein bisschen dann was. Ja. Ja, schwierig, ne? Eigentlich schon auf die Höhe. Machen den einfach mittig hier. Müssen sich den teilen. Und ja, das ist dann, das ist in Ordnung dann. Das ist in Ordnung. Ja, machen wir das so. Es fehlen noch die Türen. Es sieht auch nicht so kahl aus an den Wänden. Dann nehmen wir genau die hier, diese schönen Klotüren. Oder nehmen wir diese, oh, die sind auch toll. Da gibt es sogar, genau, gibt es sogar schwarz und gold hier. Guck mal an, ja, yeah, tschakalaka. Hier machen wir das mit denen.
Sehr gut. Und hier auch dann direkt dann so eine. Haben wir das hier? Haben wir das hier? Haben wir das hier? Ja. Und jetzt klone ich mir das Klo. Mal anklicken und Shift halten, platzieren. Und dann ist es doch toll. So machen wir das, oder? Machen wir das so? Dann hole ich mir jetzt den hier, kopiere den auch, platziere den dahin. Punkt und Komma, ja, das ist wieder das Klo hier, müssen wir wieder weg. Und dann holen wir uns da auch nochmal so einen Kloraum. Und platzieren wir den auch da hier. Die Türen müssen wir eh gleich nochmal anpacken. Da habe ich jetzt auch wieder zwei Türen ineinander. Das ist natürlich doof, doof Sinn hier. Mhm. Nochmal gucken, haben wir nämlich da. Nur für Jungs, nur für Mädels. Da ist es doch, oder ist das die oder die? Da ist es, ja. Nur die Mädels hier, ja. So. Ja, und da in dieses Eck, das könnte man noch gut machen. Da können wir auch wieder so ein. Ja, die müssen ja immer gucken, dass die gut gestylt sind, ne? Die Stars, die werden ja hier fotografiert und alles. Nehmen wir hier nochmal so einen großen Spiegel des Vertrauens. Heißt das so? Ja. Hier nochmal mit rein. Den können wir hier so ein bisschen ans Eck hinstellen, so. Ja, bevor man rausgeht, guckt man sich nochmal an. Hier auch nochmal gleichzeitig. Die eitlen Männer unter uns hier. Ja. Full Body Mirror. Ich werde auch noch ein. Das ist geil irgendwie, ne? Ja, lieber sowas, besser sowas als so ein komisches Wandgemälde oder sowas. Das ist schon besser. Ein bisschen schräg, dass der nicht so arg vor der Tür da irgendwie steht. Ah, ist toll. Machen wir es so, machen wir es so. It's okay, it's alright. Würde ich mal sagen, ja? Machen wir das mal hier zu noch. Und dann holen wir uns außen. Das mache ich immer ganz gerne. Ich finde das immer so doof, wenn man das hier so sieht mit diesen Betonwänden. Mache ich mal einfach schwarz hier. Ja, weil da ist nichts. Da ist nichts, da ist halt Erde, ne? Da ist nichts. Deswegen hier mal einfach schwarz hier machen. Können wir das hier auch mal gleich machen? War ganz schön. Okidoki. Ja, wir brauchen hier jetzt auch noch so eine Lamp. Treppenabgangslamp. Und hier nehmen wir vielleicht die goldleuchtende Treppe auch. Ja, ein bisschen Glamour-Faktor. Oder wir nehmen die komplett weiße. Das wäre natürlich auch passend, ja, zum Marmor. Marmor auf Marmor, das ist noch besser. Yay! Okidoki. Na also denn, ist doch cool. Das ist doch mal gut jetzt hier. Das ist doch jetzt ein schönes goldenes Klo. Alles sind versorgt. Alles ist mit drin. Dann gehen wir jetzt noch an unseren Technikraum. Ah nee, da müssen wir auch noch das Klavier hier ändern. Ganz genau. Das Klavier. Natürlich das Goldene. Nehmen wir doch das Goldene. Ja, nehmen wir das Goldene. Ist okay. Passt beides, passt alles. Aber das muss schon irgendwie dann. Ja, das ist ja auch so ein bisschen in Richtung des Ding. Der macht dann die Musikuntermalung. Und dann ist das doch schön. Gibt auch hier verschiedene Farben. Und schwarz ist das natürlich auch Hammer. Ich will das jetzt echt auch in schwarz nehmen. Das ist cool. Ist alles so ein bisschen dunkel. Das ist das Tolle da dran. Und dann diese hellen Objekte. Und der Sim, der hier steht, der steht im Vordergrund. Und nicht dieses Rot und Gold und Schwarz und Weiß, was wir am Anfang hatten. Sondern wirklich hier, ne? Ich will das jetzt auch schwarz-weiß, aber... Na, die haben da immer schöne bunte Kleidchen an, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann ist das doch ganz gut. Schöne Geschichte. Doch, das gefällt mir echt gut. Hier haben wir ein bisschen Luft für Interaktionen, die mehr Platz brauchen. Hier haben wir Sitzgelegenheiten, schön frei in der Mitte. Ein Fake-Buffet, Musik, Stereoanlage. Wir haben auch alles, was wir brauchen für unsere Lounge. Das ist ein angesagtester Ort der Startparty-Location und tolle Akustik. Und dann haben wir noch jetzt unseren Technikraum. Das ist so hier der Mitarbeitereingang am Rand. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine Feuerleiter, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Und da nehmen wir uns auch mal ganz kurzerhand hier wieder die schwarzen Tapeten einfach. Weil die brauchen ja hier nichts irgendwie. Das wird jetzt wirklich so auch ein Kontrastraum, dass man das auch nochmal hier irgendwie sieht. Ja, dass das hier jetzt halt... Hinter den Kulissen ist es halt schäbig. Alles nur Schein hier. Da packen wir den Kronleuchter auch weg, weil den nimmt man da nicht. Und hier packen wir dafür auch, wir können das gleich auch so lassen mit dem Licht. Das strahlt ja durch die Fenster quasi rein. Da haben wir die Meister-Mixer-Musikstation mit drin. Und ich würde da einfach diese
diese Objekte reinstellen aus dem Studio. Das wäre berühmt. Weil da gibt es ja so tolle Sachen dann auch. Ja, das ist auch der Effekt im Mischpult. Ganz wichtig, weil damit kann man wirklich komplett auch die Effekte hier steuern, die auf der Bühne hier sind. Da kommt der Sternglitzer raus, sieht man jetzt leider gar nicht. Dann machen wir das auch so, dass man da vielleicht so das Effektepult und da die Musikmixerstation. Mikrofon braucht man da jetzt nicht. Man könnte hier noch so eine Kamera auch reinplatzieren. Ja, man stellt sich jetzt einfach vor, dass sie hier durch die Scheibe durchgeht. Man könnte das auch so ein bisschen noch... Ja, wieder toll, dass da genau hier das Fensterding hier ist. Wenn wir das auch ein bisschen höher machen hier noch. Ja. So. So. Da noch so ein bisschen quasi filmt. Kann die ja wirklich durchgucken lassen, ne? Eigentlich, ja, geht das ja. Eigentlich, da geht das ja. Immer ein Loch in der Scheibe. Ja, es ist gar nicht mal so ungewöhnlich, ne? Eigentlich, dass man wie so im Kino irgendwie. Ja, natürlich, das ist offen, aber das haben wir ja nicht. Das haben wir ja nicht. Haben wir irgendwas, was offen ist? Irgendein Fenster. Wir haben doch auch schon mal. Moment mal. Wir haben doch auch so genau das hier: Fenster ohne Läden. Das hier ist doch so ein Fenster aus Dschungelabenteuer. Oder hier dieses Bunkerfenster ebenfalls. Gut, das ist ein bisschen zu krass von der Form. Oder hier diesen da. Das kann man auch nehmen. Das sieht auch so ein bisschen wie so Holz hinter der Bühne irgendwie aus. Das ist, glaube ich, ganz cool hier aus. Hunde und Katzen, dann nehmen wir doch das. Das haben, glaube ich, auch mehr als Dschungelabenteuer. Dann hat man da sogar wirklich noch so eine Öffnung. Das ist doch toll. Oder? Salzbraun. Das war ein bisschen doof, aber schwarz gibt es hier wieder nicht. Danke, auch für nichts. Wobei das eine, das gräuliche da fast, oder das hier sieht sogar fast besser aus, weil das Gold ist. Dann fällt es nicht so auf, weil alles Gold ist, ne? dass ich das noch erleben darf hier, das hier ist sogar ganz cool. Da unten ist sogar so eine Schiene. Sieht sogar ein bisschen dann aus, wie wenn das so mehr ein bisschen fester hier drin wäre auch, wa? Na, sehr schön. Hallo? Will jetzt nichts hören, ja, oder? Hey, ich freue mich über solche kleinen Sachen. Das ist so was Witziges, das ist irgendwie was Cooles. Eine schöne Geschichte einfach und ja. Kann man so richtig gut machen dann. Gut, gut, gut. Wir kriegen auch ein bisschen Pflänzchen hier rein, so ist auch nicht, ne? Wir kriegen auch noch ein bisschen Pflänzchen hier rein. Sollen sich hier mal nicht so anstellen. Hier sieht man noch den Vorhang, den sollten wir vielleicht noch zuklapseln hier. Immer das Blöde da, ne? Da macht es wieder irgendwas hier was anderes kaputt. Da habe ich immer Angst, wenn ich sowas mache. Das ist wirklich so. Das ist echt manchmal. Hinterher ist man immer schlauer dann, ne? Wir können da auch diese neuen Tapeten. Wartet mal, wir haben doch auch die neuen aus Werde berühmt, die da. Die sind noch ein bisschen. Ja, das ist noch mehr so ein halt ein Raum, ne? Haben wir halt eine Wand. Haben wir halt eine Wand, weil wir eine Wand brauchten. Irgendwie sowas, ne? Das ist ganz cool. Okay, 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 okay. It's okay, it's alright. Wir brauchen hier noch so ein bisschen Stühle dann auch. Wir machen dann auch noch solche, Ah, schön, ich liebe diesen Stuhl, der ist so toll. Wir können dann auch noch hier so ein bisschen, nur so ein bisschen so zur Deko, ne? Das ist ja, die sitzen da ja eigentlich gar nicht. Dass man da so ein bisschen noch was hat. Und da noch was ein bisschen... So, man könnte sogar da hochgehen und das üben. Oder als Fan quasi reingucken, was die da so treiben. Weil man kommt ja eigentlich nicht durch den Dinger durch. Ich habe den auf Level 1 zwar gestellt, oder man muss ja, ne? Man muss ja bestechen, das geht ja schon, aber eigentlich ist es ja hier offen und das andere ist. Ja, okay. Ja, ich würde da gar nicht mal so viel. Wir machen da jetzt einfach nochmal aus Werde berühmt jede Menge Technikkramswagen da rein. Das ist eine tolle Sache hier. Ja. Da machen wir jetzt da rein. Wenn wir es denn finden. Das ist immer so diese Sache auch, ne? Auch diese tollen Dinger da, das ist auch sowas noch, was es so ein bisschen mehr noch als Technikraum wirken lässt, irgendwie, oder als ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wieso. Also es ist halt wirklich so ein Objekt. Ja, da jetzt vielleicht nicht, das ist ja eher so für so Sets, aber ich finde das total toll, weil das wirkt irgendwie dann so, ich kann es gar nicht richtig genau sagen, ich finde es wirkt einfach geiler. Ja, sieht auch irgendwie noch so aus wie so ein Ding, und da gibt es noch so ein Lüftungsding und so, das passt hier richtig gut rein. Da sind jetzt diese
Wägen. Ja. Die Lampen, die aufgehangen haben, hoffentlich vorher. Hier noch sowas da. Da gibt es richtig tolle Sachen, ne? Richtig viel auch. Das ist echt toll. Muss man schon sagen. Hier noch so ein paar Lampen rein. Dann können wir das auch so mal noch ein bisschen machen. Jetzt stellen wir die auch so ein bisschen gegen die Wand oder so, dass man die vielleicht auch ausschaltet. Ja, dass es so mehr nach Lagerung aussieht. Und ja, das ist einfach geil. Man kann es nicht anders sagen. Okay. Gehen wir kurz in den Live-Modus rein. Schalte ich die mal aus. Ausschalten dieses Zimmer. Das ist auch ein toller Technikraum. Das ist immer dunkel, dass da nichts rausstrahlt. Dass man den gar nicht sieht. Ja. Ich habe noch eine andere Idee. Wir probieren das mal so, dass wir hier die Fenster, da gibt es ja nämlich die Fenster, das fällt mir nämlich gerade ein, aus an die Arbeit. Die sind nämlich einseitig verspiegelt und die andere Seite ist durchsichtig, durchlässig. Da muss man die nur noch finden, da sind sie ganz unten hier. Na, auf der einen Seite kann man nämlich da durchgucken, Punkt und Komma kann man die ja drehen, und auf der anderen Seite eben da nicht. Ja, das ist echt geil. Können nämlich auch dann so gucken. Ob man die vielleicht dann nimmt. Das ist dann auch mehr so ein, ja, so ein Objekt, was dann da halt, oder? Ja, genial, genial, genial. Das ist perfekt. Das ist der Polizeiwache-Beobachtungsding. Und da hat man dann die Kamera in der Mitte, wie so im Kino. Und rechts und links kann man nicht reingucken, aber die können rausgucken hier, unsere Techniker auf die Stars. Ja, da machen wir es so. Ich packe den mal so irgendwie hin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und weil es so schön ist, packe ich das Ding da auch nochmal dahin. Das ist immer so eine schöne Geschichte. Nochmal, wenn da noch mehr steht. Hier nochmal die Lampen. Da brauchen sie auch ein paar Wägen mehr, oder? Ja, ein bisschen krumm auch. Hier nochmal so eine. Die können wir jetzt vielleicht so da hinten nach hinten stellen. Ja. Ausschalten, dieses Licht. Ja, ist genial. Ich find's geil. Ja. Fette Finalfolge. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht, was gedacht werden müsste. Und ja, machen wir jetzt so. Finde ich schon ganz gut. Das machen wir jetzt auf jeden Fall so. Ja. Schön, ne, wirklich. Gefällt mir richtig gut jetzt. Der Brunnen, den können wir auch so lassen. Da müssen wir gar nichts mehr großartig machen. Das sind so Geldstücke drin, so Simoleons und so. Das ist ganz schön. Ich möchte es auch so ein bisschen in die Umgebung integriert haben. Deswegen kann da gut sein, dass der halt rumsteht da an dem Eck. Auf der anderen Seite haben wir den roten Teppich mit der Wand. Die leuchtet richtig, richtig geil bei Nacht. Vor allen Dingen sieht so cool aus. Guck mal hier, diese Ansicht. Das ist eh der Hammer. Ja, das ist eh der Hammer. Und ja, dann hier das goldene Wasser und dann hier der Eingangsbereich, alles schön mit Luft auch, dass die auch sich schön da bewegen können. Wir haben so ein paar Kameras am Rand und ja, das ist eine tolle Location. Da kann man hingehen, Preisverleihung machen und ja, man darf auch oben nochmal zur Info, auch falls ich sowas aufhört, man bauen will, man darf nur ein Mikro nehmen, weil die Sims, die gehen ja zu dem einen Mikro, das es halt gibt, ne? Deswegen darf man da gar nicht mehr mehrere Mikros reinmachen und so. Jetzt auch nicht als Deko. Es kann sein, die versuchen das anzusteuern und da kommst du da nicht ran und so. Also das ist wirklich so, also man muss da wirklich ein bisschen drauf achten. Auch die Lounge auch, dass die Objekte drin sind. Und dann hat man da eine schöne Geschichte, ja. Sehr gut. Das ist meine Starlight Hall. Ich bin Daniel von SimFancy. Das war das XXL-Finale. Viel Spaß euch damit. Das Ding gibt es in der Galerie als Download. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein, falls ihr das haben wollt. Einfach hier platzieren. Wichtig, wie gesagt, hier Lounge einstellen. Müsste eigentlich eh automatisch sein. Und hier dann angesagtester Ort der Stadt, damit die Preisverleihungen hier stattfinden können. Die beiden Voraussetzungen müsst ihr haben. Die anderen beiden Merkmale, die sind optional. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber das ist schon mal geil. Das ist schon mal richtig geil, oder? Sehr cool. Ich freue mich. Endlich eine schöne Location. Bis dann. Macht's gut. Danke euch. Ciao.